Barock. Diese Zeit assoziieren viele mit prachtvollen Kirchen, mit Meisterwerken bildender Kunst und einer opulenten Hofkultur. Barock ist jedoch viel mehr, als ihr Glanz vermuten lässt. Die 200 Jahre zwischen 1580 und 1780 sind von großen Kontrasten geprägt. Opulenz und Innovation auf der einen Seite, Krisen und Tod auf der anderen. Die Epoche ist geprägt von andauernden Religionskriegen, fortschreitender Kolonisierung, Hungersnöten und dem globalen Handel. Die Ausstellung hier im Landesmuseum präsentiert ausgewählte Werke aus Architektur, Gartenkultur, Mode und Kunst und beleuchtet sie in ihrem historischen Kontext, um diese schöpferische Epoche in ihrer gesamten Ambivalenz aufzuzeigen. Ausgehend von einer kulturhistorischen Perspektive werfen wir einen interdisziplinären Blick auf diese facettenreiche und kontrastreiche Zeit. Dabei bildet die Schweiz und ihre zahlreichen Verflechtungen mit Europa und der sich globalisierenden Welt den roten Faden durch die Ausstellung.